Und herzlich willkommen zurück bei Dead Space Remake. Ich weiß gar nicht, ob ihr es in der letzten Folge noch gesehen habt. Warte mal, ich mach's mal so. Ob ihr es in der letzten Folge noch gesehen habt, da war noch kurzer Dialog mit Nicole. Also sie sagte dann auch nur, ja, hol mal den Marker da raus, bla 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 bla. Viel mehr kam dann auch nicht. Wo rein zur Information. So, ich schau mich jetzt mal einmal um. Weil hier sind Credits, hier ist Munition. Muss das natürlich alles. Ah, hier fehlt ein Generator. Alles klar. Ja, okay, hier müssen wir den verladen. Ja, okay, genau. Wir müssen den hier rausziehen. Vorne hinpacken. Ja, 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 ja. Hat das einen Sinn, dass wir den hier wegnehmen können? Oder müssen wir den. Einmal ins Nirvana geprügelt, das Ding. Wollen wir hier auch irgendwie durch? Nee. Nee, das ist zwar die einzige Kiste, die wir so bewegen können. Ich entlade gleich. Ich gucke nur einmal rum. Auch wenn Nicole gleich mit uns meckert. Aber eins nach dem anderen. Stasen nehmen wir natürlich gerne wieder mit. Und hier auch mal. Hier, ja. Liebst. Nimm alles mit. Noch eine Kiste. Okay. Dann laden wir mal das Biest. Das Ding selbst gebaut, ja. Die Gravitationsstrahlen der Ishimura versagen. Die tektonische Belastung. Bald fällt das ganze Gestein herunter. Was sollen wir tun? Fliehen. Wir stellen den Marker auf seinen Sockel zurück. Die Frachtschiene führt direkt zur Abbaustelle. Es wird funktionieren. Das Kollektiv wird sich fügen. Wir werden wieder vollkommen. Dann können wir zusammen sein. Bauen wir es doch mal ab. So, stell die Energie für die Zelle wieder her. Die Zellen wieder her. Los, wir müssen uns beeilen. Ja, ja. Immer dieses los, los, ich mach Hatch, mach gleich und immer das Gleiche. Immer wird man gehatcht von A nach B. Aber ich drücke trotzdem noch mal nach Kisten. Guck mal, siehst du, ist auch noch was. Ist, wieder ein paar Credits. Wenn man nicht mal genau hinguckt. Die Leiche hier rausholen. Ja, krieg ich die raus. Okay. Okay, okay. Wir brauchen auf jeden Fall Energy. Hä? Ach, da müssen wir rein, alles klar. Gut. Noch weitere Credits. Oh, dann ist auf jeden Fall schon mal ein Generator. Wir können speichern. Sehr gut. Erstmal speichern. Immer das Erste, erstmal speichern. Ah, so. Wir müssen mal gucken, ob wir noch. Ich glaube, ein, zwei Energieproben haben wir. Drei sogar. Okay, cool. Plasma Cutter. Könnten wir drei. Anzug. Lassen wir. Impulsgewehr. Wäre auch nochmal eine Sache. Kapazität. 1, 2. Da bräuchten wir 4 für. Aber ich habe, glaube ich, nicht so viel. Warte mal, ich gucke nochmal ganz kurz, wie viel Munition für welche Waffe haben. Aber eigentlich macht Plasma Cutter am meisten Sinn. Nee, warte. Ich gehe mal ins falsche Menü. Plasma Cutter macht eigentlich am meisten Sinn. Ich würde gerne noch ein bisschen was verkaufen. 236 Schuss da. Da haben wir noch ein bisschen was. Also ich würde sagen, Plasma Cutter oder Impuls. Plasma Cutter oder Impuls. Eins von beiden. Aber Plasma Cutter war, glaube ich, vom Schaden her noch nicht max. Okay, dann machen wir das. Machen wir eine Nachladegeschwindigkeit nochmal. Und auch nochmal Schaden dazu.
Was macht der noch? Nahkampfangriffe können Gegner zu Boden werfen. Und das war Munitionskapazität deutlich erhöht. Dann machen wir sonst den noch mit dazu. So, dann haben wir maximalen Schaden momentan. 200 Punkte, also einen doppelten Schaden wie vorher. Das ist gut. Nochmal speichern. ...200% Schaden mit dem Plasma-Cutter. So, ist hier hinten noch irgendwo... Achso, hier ist ein Store. Habe ich gar nicht gesehen. Und da haben wir noch einen Text-Rig. Alles klar. Auftrag zur Abholung. Auftrag zur Bebergung für PSCI. Captain... Matthias, bergen Sie die Opfer des Massenselbstmordes am Union Square von Edges 7. Die Leichname werden mit Sicherheitsbegleitung in das Leichenschauhaus der USG Ishimura gebracht. Benachrichtigen Sie bei der Ankunft Dr. G. Dummes und Dr. T. Kine. Einsatzkräfte Sergeant Weller, Officer Blaine, Officer Hutchins und Private Collins, autorisiert von Chief A. Vincent PCSISEC. Kommentare. Gabe, da ich weiß, es ist ein Leichentransport, aber ich denke, das hier wird dir gefallen. Ich habe gehört, dass ein Kumpel von dir auf Edge 7 ist und wahrscheinlich reicht die Zeit für ein Treffen. Erschreck den Neuling nicht, Alyssa. Okay. Wollen wir natürlich noch ein bisschen Platz schaffen. Ah, so. Achso, nee, warte, erstmal verkaufen. Verkaufen. Und zwar haben wir einmal den. Für 3000, 25.000 für Diamant. Geil. Verkaufen. Jop. Jetzt haben wir 67.600. Jetzt ist natürlich die glorreiche Frage: Drücken wir uns den Anzug? Erhöht eine Inventargröße auf 30 Slots und verleiht 20% Rüstung. Ja, komm. Komm. 20% Rüstung. Ein Viertel mehr. Ja, ein Fünftel, Entschuldigung. Auch wenn das eben 60.000 sind, dann werden wir 60.000 Äste das kaufen können. Aber da die Kämpfe sicherlich nicht leichter werden, macht es ja auch Sinn, wenn wir uns ein bisschen mehr Rüstung gönnen. Dann kaufen wir uns noch ein bisschen Munition. Ich würde sagen, tatsächlich noch wie viel wir hier halt für kriegen. Warte. 36. So. Perfekt. Da haben wir gleich noch ein paar mehr Schuss noch. Ein paar mehr Plätze auch haben wir noch da. Okay. Laserkanone hätten wir noch am Angebot. Überlege ich nämlich gerade, ob wir die Laserkanone vielleicht noch mit einsetzen. 29... 30 Schuss. Ja. Können wir alles wahrscheinlich irgendwie gebrauchen. Obwohl, warte mal, ich glaube, eine werde ich tauschen. Eine werde ich mal wechseln, eine Waffe. Und zwar wechseln wir mal das Ausrüsten gegen die. So. So, alles klar. Dann geht's. Achso, nochmal speichern. Tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich habe immer, es ist immer so ein Ding, ne, wenn ich Speichermöglichkeiten habe, muss ich immer speichern. Das ist wie ein Zwang, das ist fast wie Looten. Fast genauso schlimm. Aua. Ich kann jetzt aber nicht, das ist auch nicht sehr nett. Verändert uns. Fügt uns neu zusammen.
Aber es gibt einen toten Punkt in diesem Signal. Rund um den Marker selbst. Das Auge des Sturms. Dort können sie sich nicht lange aufhalten. Ich habe es gesehen. Aber dieser Sockel. Warum da? Er verstärkt die Wirkung. Der Impuls des Markers wird auf dem ganzen Planeten zu spüren sein. Die Toten werden schlafen. Und die Lebenden werden sehen, dass nicht vergessen werden darf. Tja. Wenigstens jetzt sollte ihm eigentlich bewusst sein, dass sie alle in der Pfanne haben. So. Und ihr wisst Bescheid. Nochmal speichern. Obwohl, nee, warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich hole mir vorher mal ein Medikit. Achso, das ist die Tür, die da rumschwabbelt. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Was ist das denn für ein Sound im Hintergrund? Okay, Credits habe ich sowieso nicht genug. Okay, das passt schon. So, auf nach draußen. Nächstes Kapitel. Was habe ich doch hier noch gerade gehört? Strom ist drauf. Kann weitergehen. Transportiere den Marker. Akqui. War da drüben noch irgendwas zum Einsammeln? Na? Hier kommt garantiert gleich noch irgendwas. Ja, klar. Warnung. Unbekannte meine Waffe. So. Bist du fertig? Jetzt bist du fertig. Und noch wer? Okay. Quarantäne wird beendet. Vermisst du sie, Isaac? Du bist zurückgekehrt. Ja. Und deine Eltern? Mutter war Ophthalmologin. Sie war gläubig. Sie war so gläubig, dass es sie umgebracht hat. Hätte sie das wirklich gewollt? Und wenn?
würdest das einfacher machen. Vielleicht ist es gut, dass ich es nie erfahren werde. Okay, komm ich gleich mal zurück. Okay. So, gehen wir mal kurz hier hinten gucken. Mal hier kann man sich nämlich immer in Ruhe umgucken. Gucken wir gleich. Hier haben wir überall noch Stase-Krams. Da muss man sagen, das Dead Space ist ja nun wirklich fair. Auch wenn ich kaum noch Energie habe. Wenig. Ja. So, aber okay. Ich muss hier drüben hin, ne? Zwei Wellen, wenn tatsächlich noch kommen hier in der Halle. Na, hier in der Halle vielleicht nicht unbedingt, aber ein bisschen weiter. Geht die Brücke nicht nach unten? Doch. Nein, ich weiß nicht. Irgendwie muss man. Ich bin ein alter Mann, ich mache nicht mehr so lange Wege. So. Okay. Noch ein bisschen was rum. Da dürfen wir nicht rein. Schade eigentlich. Transportknoten. Da dürfen wir nicht weiter. Irgendwas zum Looten. Oh, okay. Oh, warte mal. Weil dann will ich wieder weg. Da drüben auch weiterkommt. Oh, also sind nämlich auch Kisten. Siehste. Können wir mal ein bisschen gucken. Achso, ich dachte, da kommen noch irgendwelche Viecher. Oh, hoffentlich kommt hier gleich nochmal ein Shop. Dann können wir gleich noch ein bisschen einkaufen gehen hier. So, einmal möchte ich mal ganz gerne gucken. Was ist das? Strahlen. Das war Laserkanone, ne? Ja, Laserkanone bin ich auch im Überlegen, ob ich die vielleicht nochmal nutze. Ausrüsten vielleicht. Dampen. Sekunde. So. Obwohl das eher für die dicken Brummer ist, was ich hier für eine Wumme habe. Hier sollten wir nicht lang. Nee, okay, das war nur. Das war nur für den Loot. Okay. Und hier können wir speichern. Na, was für Zufall. Das hat auch seinen Grund, dass wir hier speichern müssen. Dann nehmen wir das auch dankend an. Bewegt sich nicht. Wir verlieren Zeit. Schon okay. Schön. Drücke Testverbindung. Was steht da? Energieaufbau registriert. Strahlengenerator. Oh, fuck. Schwerkraftsteuerung. Alle der Gravitationsstrahlen am Boden. Vielleicht eine kaputte Leitung. Müssen wir das an. Bitte beeil dich. Wir dürfen jetzt nicht scheitern. Ich kram rum. Hm. Ah, die sind kaputt, ne? Ja, sehr schön. Na, gut, dass wir die gerade noch rechtzeitig gesehen haben.
So, jetzt hole ich das Ding erstmal. Ich räume erstmal auf, glaube ich. Energiekanone haben wir ja auch gleich. Okay. Wir schauen uns das mal ein bisschen um, bevor wir den Marker holen. Ich nehme hier auch noch ein bisschen was. Da dürfen wir noch nicht ran. Ich glaube, hier drüben müssen wir erstmal noch ein bisschen was. Ah, hier sehe ich schon. Keine Energie, da müssen wir durch. Okay. Tickern wir erstmal. So. Ich verticke. Ich dachte, wir hätten noch Halbleiter gefunden. Hatte ich mich gerade verguckt. Energiekanone. Ja, wäre auch ganz geil. Ripperkling. Ja, wir müssen mal ein bisschen hin und her switchen. Ich glaube, ich werde mal den Ripper jetzt mal gerade mitten. Nein, nicht ins Lager schieben. Nein, zurück. Nein, nicht ins Lager schieben. Ins Inventar schieben. So, warte. Was können wir uns noch kaufen? Nicht sonderlich viel Munition ist nicht. Naja, gut, Munition können wir noch ein bisschen was kaufen. Haben wir jetzt aber noch nicht so viel. So. Diese Munition. Und dann wechseln wir mal den Ripper. Schlüsselelement. Ausrüsten. So, nehmen wir mal die Ripper nochmal kurz mit. Ich will mir überlegen, ob ich die Energiekanone, aber die Energiekanone werde ich glaube ich noch ein bisschen behalten. Haben wir sonst nichts mehr, ne? Da sollen wir rein. Eintritt in die Strahlensteuerung. Oh, toll. Holzkontaminationssiegel aktiviert. Gleich auch wieder ein Pickel weg. Wegpusten. Oh, Strom, da geht das lang. Wir müssen hier runter. Na, Energie müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich habe irgendwie... Mal gucken. Ich weiß nicht, wofür die immer da sind. Die Kisten nochmal, die noch für die Gegner brauchen kann. Die werden wir auf jeden Fall gleich brauchen. Ach du Scheiße, 1, 2, 3. Wir brauchen 3 Generatoren, okay. Packen wir noch nicht rein. Muss sein, dass wir hier hinter noch vielleicht noch finden. Weiß nicht, wofür die Kisten da sein sollen. Naja, da kann man nichts machen. Das ist für den Aufzug. Was für ein Aufzug. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich den Aufzug einmal gleich rausnehmen. Das nützt nichts. Da haben wir 2 von 3. Aber wir brauchen 3 von 3. Wo ist denn noch? Da muss noch ein Generator hier irgendwo rumfliegen. Ach, hier ist einer. Ich sehe schon. Ich sehe schon.
Ach, und ich sehe noch mehr, warte. So. Noch mehr Pickel. Auf dieser Ebene. Sieht gut aus. Gut, alles klar. Jetzt haben wir gleich noch ein bisschen Krieg. Energie für Zentralgenerator aktiviert. Ja. So, wo ist der andere Gen? Generator aktiviert. Naja, Problem ist jetzt nur gleich, wenn wir den noch setzen, dann müssen wir hier irgendwie auch wieder rauskommen. Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit? Gibt es hier irgendwo in der Ecke noch einen Generator oder sowas? Na, den soll man rausnehmen. Ich meine, die man nicht rausnehmen soll, die kannst du eben halt auch nicht rausnehmen. Das macht ja Sinn. Reinhard Schuss, okay. Naja, gut. Ja, ich glaube, wir haben hier keine andere Chance. Mehr Gens gibt's hier nicht. Okay, no risk, no fun. Notaufzug offline. Hm. Wartung wird benachrichtigt. Energie für östlichen Generator aktiviert. Energie für Strahlengeneratoren aktiviert. Bereit zum Neustart. So, online, online, online. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich auch, wofür wir die Stasi noch brauchen. Komm zurück zum Marker. Schnell. Die Abbaustelle ist gleich da vorne. Mach uns vollkommen. Oi. Komm schnell durch. Oha. So. So, auch tot. Wo müssen wir hin? Da lang? Ach, guck mal, da ist noch was. Nur noch Pickel, die wir wegballern müssen. Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt was bringt. Weg frei, sehr schön. Da soll ich hin? Hä? Soll ich jetzt da runter oder wie? Bin gerade so ein bisschen verwirrt, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Wir müssen hier irgendwie da lang. Das Spiel. Oh, wo kriegen wir jetzt aber die Stase her? Haben wir gerade noch was gesehen? Weiß jetzt. Aber wir kommen da aber nicht durch, ich habe keine Stase mehr. Ach, da ist eine Stase, alles klar.
Mann, lass mich doch durch da jetzt. Ja, du bist off King, ehrlich. Lässt mich da nicht durch, weißt du, und dann... Naja. Geh, in Ordnung. Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Bereich gleich nochmal machen. Wenn wir Pech haben. Wenn wir Glück haben, dann starten wir genau in der gleichen Position. Laden Sie. Na komm. Na komm. Na komm. Ja. Machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break, bevor das noch jetzt noch eine halbe Stunde länger dauert. Also bis gleich oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.